kann den Athleten, dem Patienten sehr früh in eine normale Laufbewegung überführen. Und das ist eher, als wenn ich jetzt ihn an Gehhilfen laufen lasse, beziehungsweise beim Aquajoggen. Beim Aquajoggen kann ich zwar auch eine Laufbewegung durchführen lassen, aber ich habe nicht diesen Bodenkontakt. Und dadurch, dass ich beim Alterji, wenn er auch abgemindert ist, einen Bodenkontakt erfahre, so hat der Patient das Gefühl einer normalen Laufbewegung. Und die kann ich eben sehr viel früher applizieren als mit den anderen Hilfen.